Diese gegrillten Portobello-Pilsteaks eignen sich perfekt zum Grillen, aber sie sind auch ganz einfach in der Grillpfanne oder im Kontaktgrill zuzubereiten. Es ist ein einfaches Rezept, das weniger als 20 Minuten dauert. Einfach marinieren, grillen und genießen. Pilze haben eine schöne fleischige Textur und haben einen tollen Umami-Geschmack. Aus den gegrillten Portobello-Pilsteaks lassen sich auch blitzschnell vegane Burger zubereiten. Wie genau, erfahrt ihr jetzt. Im ersten Schritt entfernen wir die Stiele von dem Pilz. Dann gebt ihr alle Zutaten außer die Pilze in einer großen flachen Auflaufform und verquillt alle Zutaten für die Marinade. Alles gut vermischen und kurz abschmecken und nach Belieben würzen. Im nächsten Schritt gebt ihr die Pilze in die Schüssel und bestreicht diese mit der Marinade großzügig von beiden Seiten. Im nächsten Schritt erhitzt ihr etwas Olivenöl in der Grillpfanne oder im Kontaktgrill. Wenn das Öl heiß ist, legt ihr die Pilze darauf und grillt sie für etwa 5 Minuten von jeder Seite, bevor ihr sie umdreht. Ich gebe immer ein bisschen Thymian hinzu, aber das ist natürlich optional. Drückt die Pilze vorsichtig mit einem Pfannenwender oder einer Zange nach unten. Somit bekommen sie ein schönes Grillmuster. Nach 5 Minuten drehen wir die Pilze um und braten die andere Seite für etwa 5 Minuten an. Bei Bedarf etwas Öl hinzufügen oder ihr könnt auch noch mehr Marinade aufpinseln. Die Pilze wieder andrücken. Und wenn die Pilze gebräunt und zart sind, dann sind sie schon fertig. Schaut her, von beiden Seiten wirklich schön goldbraun. Die veganen Pilsteaks serviere ich dann zu Kartoffeln oder Reis. Und beim Anschneiden seht ihr, wie zart sie wirklich in der Mitte sind. Super lecker!
Ihr könnt die pflanzenbasierten Steaks natürlich auch als Burger benutzen. Und zwar gebe ich eine pflanzenbasierte Soße auf das Burgerbrötchen, veganen Käse, saure Gurken, die veganen Steaks, Tomaten und Salat. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Video zu veganen Pilzsteaks gut gefallen. Falls ja, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.